Wie viele von Ihnen arbeiten denn hier im Reisesektor? Könnten Sie kurz die Hand heben? Danke. Für Sie alle habe ich gute Neuigkeiten. Ich arbeite ja für Expedia. Ich bin Alfonso Paredes. Ich bin der Vizepräsident bei Expedia und ich möchte heute darüber sprechen, wie Technik die Wirtschaft und das Erlebnis der Reise beeinflusst. Gut, viele von Ihnen kennen ja sicherlich die Expedia-Gruppe. Expedia ist eine Plattform einer ganzen Reihe von Reiseunternehmen, von Ferienheim, Ferienwohnungunternehmer, Hotels und so weiter und Reiseveranstaltern. Ich arbeite für das sogenannte Expedia Affiliate Network. Das ist die B2B-Branche von Expedia. Wir setzen die Leute, unsere Kunden in die Lage, wirklich das Reiseerlebnis zu erneuern. Wir arbeiten mit Verbraucherinnen und Verbrauchern zusammen, mit Treueprogrammen, auch in Deutschland tun wir das, und anderen Unternehmen. Und Sie können die Gesamtplattform von Expedia nutzen und das, was wir an Erfahrungen und an Technik bereithalten, für Sie zu nutzen. Ich hätte Sie ja gerade gebeten, dass Sie kurz die Hand heben, sofern Sie in der Reisebranche arbeiten. Hier wieder wirklich eine gute Neuigkeit. Wir werden in den nächsten Jahren uns keine Sorgen um unsere Arbeitsplätze machen müssen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir können hier in der Reisebranche so weitermachen wie bisher. 1,6 Billionen Dollar haben wir im letzten Jahr umgesetzt mit einem gesunden Wachstum von 6%. Wichtiger noch ist, dass wir eigentlich keine Störungen erwarten. Und ganz wichtig ist dabei der Online-Reisemarkt, der digitale Markt wächst. Ich sehe ja, dass Sie alle hier Fotos machen, brauchen Sie aber gar nicht zu tun. Sie können die Präsentation online bekommen und sonst können Sie mir auch kurz eine E-Mail schreiben, dann schicke ich sie Ihnen. Also wir haben einen starken Anstieg der digitalen Reiseaktionen feststellen können, in den USA, aber auch in anderen Kontinenten. Für das nächste Jahr gehen wir davon aus, dass der digitale Reisemarkt 845 Milliarden Dollar ausmachen wird bis 2021 und das wird sicherlich noch weiter wachsen. Davon gehe ich aus. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren sicherlich auch so verstetigen. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an, wie die Menschen eigentlich mit Reisen umgehen und was sie erwarten. Sie wollen tatsächlich ein Erlebnis haben, viel weniger als tatsächlich materielle Güter zu kaufen. Sie können hier sehen, dass mehr und mehr Konsumentinnen und Konsumenten einen Großteil ihrer Ausgaben nicht mehr für dauerhafte Güter ausgeben, also für Autos, für Häuser, für Wohnungen, für Möbel oder so. Und Sie können hier oben sehen, dass sie für Reise, für Freizeit, für Restaurants immer mehr ausgeben. Die wichtigsten Investitionen nun. Es zeigt sich insbesondere bei den jungen Millennials, dass sie in diesen Bereich investieren. Eine der Erfahrungen, die wir bei Expedia gemacht haben, ist, dass die Millennials später heiraten. Sie kaufen später Häuser, also diese klassischen Investitionen, sondern sie wollen, wie ich schon gerade sagte, authentische Erfahrungen machen. Es geht nicht so sehr um materielle Güter. 65% der Millennials haben bereits ihre nächste Traumreise, ihren Traumurlaub geplant und weniger als 50% streben danach, ein schönes Auto zu kaufen. Es geht also um mehr Urlaub sozusagen. Bei den Männern jetzt geht es also ums Reisen. Es geht aber natürlich auch um die neueste Technik und wie das Auswirkungen auf die Reisebranche haben kann. Bei Expedia sind wir der Ansicht, dass das die wesentlichsten Bereiche sind, wo in den nächsten 4 Jahren große Veränderungen anstehen.
mobile Geräte, Sprache, Chatbots, maschinelles Lernen und auch das autonome Fahren. Einige von denen werde ich jetzt kurz näher ansprechen. Das erste einmal Spracherkennung, Sprachausgabe, Voice. Die Assistenten sind das neue disruptive Gerät für die Zukunft. Heute ist es so, dass diese Spracherkennungs- und Sprachausgabegeräte vielleicht noch nicht unbedingt jetzt das Einkaufserlebnis darstellen, was man sich erhofft, aber es könnte in der Zukunft ganz anders aussehen. Ein anderer disruptiver Faktor ist die virtuelle Realität. 50% der Millennials und Generation Z sagen, sie möchten virtuelle Realität einsetzen, um ihre nächste Reiseziele zu entdecken. Also es gibt dort klare Erwartungen. Die traditionellen Fotos, die Sie so kennen, die Sie mit Ihrer Familie machen, das wird angereichert werden sozusagen zu einem neuen Medieninhalt, Mediencontent. Die Millennials werden weiterhin Content schaffen, immersiven Content schaffen über Facebook, über Instagram oder was auch immer oder andere Optionen. Sie haben also die Möglichkeit, diese Geräte zu nutzen und damit zukünftige mögliche Reisenden anzusprechen. VR in der Vorbereitung einer Reise wird uns in die Möglichkeit versetzen, etwas zu testen, bevor wir es überhaupt kaufen müssen können oder wollen. Und das sieht man nicht so oft in diesem Bereich. Sie erinnern sich vielleicht an diese Pokémon-Welle vor ein paar Jahren. Alle haben versucht, irgendwo Pokémons zu jagen, in Miami, in Spanien. Und dann wurden Fotos davon gemacht und so weiter. Also diese Augmented Reality kann auch für die Reiseindustrie von großem Interesse sein. AR hat das Potenzial, ein noch größerer Hit zu sein als die virtuelle Realität, VR. Wenn Sie sich die ersten Ergebnisse mit Reisenden vorstellen. Dank Daten können wir auch bestimmte Muster erkennen. Das tut auch Expedia. Wir testen derzeit Möglichkeiten, maschinelles Lernen einzusetzen, um unsere Algorithmen zu verbessern. Wir nutzen also maschinelles Lernen für die Content-Generierung, für Geografie, auch das, was wir Natural Language Process nennen, um traditionelle Fragen von Ihnen, von Reisenden, in einen Content umzuwandeln. Und je mehr Daten wir haben, desto bessere Möglichkeiten werden wir auch haben, diese Algorithmen in einen Inhalt, in einen Content und eine Lösung umzusetzen, die tatsächlich dem, was wir künstliche Intelligenz nennen, schon sehr nahe kommt. Aufgrund des Fortschritts bei der Datensammlung wird es in der Reiseindustrie wirklich einen Umbruch geben. Mehr als 1.500 Unternehmen sind in den vergangenen 12 Jahren neu gegründet worden im Bereich digitales Reisen und sie haben 62 Milliarden umgesetzt und die Hälfte in den letzten 2 Jahren. Also ein ganz großer Wachstumsmarkt. Das Geld ist da. Es lohnt sich dort eine Firma zu gründen. Und die Expedia-Gruppe, also meine Familie, wir haben im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung gesteckt. Das ist natürlich eine ungeheure Summe, 12% mehr als im vergangenen Jahr. Keine andere Firma, kein anderes Unternehmen hat so viel Geld ausgegeben in diesem Bereich für Forschung und Entwicklung.
Warum ist das für mich, für mein Team, für unsere Mitarbeiter so wichtig? Beim Expedia Affiliate Network haben wir diese Technik aus unseren Plattformen herausgelöst und wir stellen sie unseren Partnern zur Verfügung. Und jetzt ist es vielleicht Zeit, auch über unsere Partner zu sprechen, denn die sind ja der Sinn unseres ganzen Handelns. Wenn unsere Partner gut dastehen, wenn sie gewinnen, einige sind ja hier heute, dann bedeutet das, dass wir auch gewinnen, dass wir auch gut dastehen. Wenn Sie sich den Markt heute ansehen, so bedeutet das, dass die Expedia-Gruppe wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger als 6% nur auf sich vereint. Deshalb, es gibt noch ganz, ganz viele regionale und lokale Partner, mögliche Partner für uns. Unsere Partner, ob sie nun unsere Website nutzen oder eine unserer Partnerplattformen, so möchten wir sicherstellen, dass sie immer die besten Wahlmöglichkeiten haben. Heute Morgen haben wir mit einem Journalisten hier in Deutschland gesprochen und haben sie ihm unsere neuesten APIs, also Programmierschnittstellen, vorgestellt. Es ist Rapid, dort haben wir neue Lösungen vorgestellt mit den neuesten Techniken, die uns zur Verfügung stellen. Rapid und die Programmierschnittstelle beruht auf drei Säulen. Zunächst einmal bieten wir dabei die Expedia-Technologie. Das ist also schnell und wir können mehr als 400.000 Übernachtungsmöglichkeiten bereitstellen. Zweitens, das ist ganz wichtig, wir nutzen die neueste Technologie. Und drittens gehört dazu auch die Unterstützung unserer Partner. Für uns ist es wichtig und eine erste Priorität, dass wir unsere Partner in die Lage versetzen zu wachsen. Wenn unsere Partner nicht vorankommen, kommen wir auch nicht voran. Es gibt viele Bilder auch in dieser neuen API-Programmierschnittstelle. Hier können Sie sehen, wie die Bilder aussehen. TripAdvisor hat das auch bereits schon entdeckt, dass ihre Kunden, wenn sie durch die Hotelliste hindurchgehen, 150% mehr bleibende Kunden haben, wenn sie mindestens 20 Bilder sehen können. 20 Bilder mit hoher Auflösung. Dann bleiben 85% dran. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, redefinierende Algorithmen, das sind Themen, aber auch Geografie oder Karten. Dieses Rapid-Feature hat auch ein Kartenmerkmal. Zum Beispiel, Sie möchten nach Griechenland fahren, aber wohin? Dann versuchen wir Ihnen zu helfen. Das Ian Rapid-Programm kann dann die besten Ergebnisse für diese Suche vorschlagen. Die Familie weiß nicht so richtig, wohin. Wo bleiben? Wo können sie unterkommen? Wir würden dann Ihnen auch 35 unterschiedliche Unterkunftsmöglichkeiten vorschlagen. Wollen Sie in einem Hotel übernachten, in einem Bed and Breakfast, in einem Ferienhaus? Wir können all dies Ihnen vorschlagen. Dies Ian Rapid ist ein Instrument, das sehr schnell arbeitet. Und wir müssen natürlich sicherstellen, dass unsere Partner so schnell wie möglich auch von den besten Angeboten profitieren können und wiederum ihre Kunden zufriedenstellen. So, ein letztes Bild. Wir lieben das Reisen. Wir wissen um die Macht des Reisens, den Einfluss des Reisens. Und wir möchten den Menschen, die unsere Website besuchen oder eine Website unserer Partner, die bestmögliche Auswahlmöglichkeit bieten, um die Welt zu entdecken. Natürlich ändert sich die Technik und das bedeutet auch, dass sich unsere Art und Weise, wie wir Reisen erleben, wie wir Reisen planen, verändern wird. Die Menschen wollen
aber immer auch eine Verbindung zur Welt um sie herum. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.